In Spektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektren. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, ich komme aus Österreich, bin 27 Jahre alt und verwende keine Pronomen. Hallo zusammen auch von mir. Ich bin JJ, benutze keine oder sie Pronomen, bin 33 und aus der Schweiz. Und ich definiere mich als Ace. Hi, ich bin Delphine, Pronomen MMs, bin 26 und komme aus NRW in Deutschland. Ein paar meiner Labels sind Oriented Arrow Ace, Agent of Flux, Vordarian Flux, Libra Androgyn und Raven Collector. Heute ist bei uns auch noch eine Gastperson. Magst du dich einmal vorstellen? Hallo, ich bin Rize, ich bin aus Deutschland, sie ihr Pronomen. Ich bin bi, Grey Ace und demiromantisch und ich studiere Textilingenieurwesen. Diese Info ist auch für unser heutiges Thema relevant. Wir sprechen heute nämlich über die Rolle von Kleidung und Kleidungsstilen, wie wir uns kleiden, was wir gern tragen, was uns dabei wichtig ist und warum wir die Kleidungsstücke eigentlich tragen, die wir tragen. Dann lasst uns gleich mal loslegen mit dem Thema. Bevor wir jetzt gleich richtig ins Thema einsteigen, noch kurz ein paar Inhaltshinweise. In der gesamten Folge werden Geschlechterklischees in Bezug auf Kleidung, Präsentation und im Zusammenhang damit binäre Sprache vorkommen. Es kommen die derzeitig binären Kategorien bei Kleidung vor, sowie aussehensbasierte Klischees in Bezug auf verschiedene queere bzw. LGBTQIA+-Identitäten. Dann zum Einstieg vielleicht eine, naja, so einfach ist sie gar nicht, ich wollte gerade sagen eine einfache Frage, aber eine Frage an euch. Welche Rolle spielt denn Kleidung bzw. Kleidungsstil für euch? Wie kleidet ihr euch? Was tragt ihr gerne? Was ist euch dabei wichtig? Warum? Müsst jetzt nicht alles beantworten, aber vielleicht ein bisschen. Delphine, wie schaut's bei dir aus? Ich würde sagen, dass Kleidung bei mir insofern eine Rolle spielt, dass es schon etwas gibt, das ich damit ausdrücken möchte. Meinen Kleidungsstil würde ich hauptsächlich als punkig bezeichnen, meistens. Manchmal ist es dann aber auch so richtig niedlich, würden manche vielleicht sagen, mit Rüschenärmeln und sowas. Das ist aber ganz selten. Aber meistens ist es eher punkig. Das ist einerseits, um vielleicht auch nicht so angesprochen zu werden von anderen Menschen, so eine Art Schutzwall. Aber auch ein Kleidungsstil, den ich sehr cool finde, immer schon. Und den ich vielleicht auch deswegen so cool finde, weil es nicht die Norm ist. Punks werden ja auch eher damit in Verbindung gebracht, Norm und gesellschaftlich Akzeptiertes in Frage zu stellen. Und vielleicht finde ich es gerade deshalb auch so cool. Ja, wer also in meinen Kleidungsschrank guckt, findet da hauptsächlich schwarze Sachen, punkige Sachen, am liebsten Hosen, irgendwie ein bisschen locker sitzend und große Taschen sind wichtig. Bei den großen Taschen stimme ich dir total zu. Ja, me too. JJ, magst du weitermachen? Ja, kann ich machen. Mein Stil würde ich jetzt nicht als punkig bezeichnen, aber ich habe schon tendenziell eher dunkle Kleidung, also nicht dunkel, schwarz. Ich habe viel schwarz, ich habe auch einiges in grau, weil ich grau auch mag. Aber generell nicht nur weite Hosen, sondern auch sonst weite Kleidung im Allgemeinen, was zufälligerweise momentan Mode ist, was mir das Leben etwas einfacher macht als auch schon. Aber ich war vor der Mode da. Aber trotzdem, passt, ist okay. Ja, mir ist eigentlich hauptsächlich wichtig, dass ich mich wohlfühle. Aber ich glaube, ein Grund, weshalb ich dann weite Kleidung trage, um mich wohlzufühlen, ist dann auch, damit ich mich ein bisschen hinter Kleidung verstecken kann. So ein guter Nebeneffekt. Aber ich mag es auch bei anderen Menschen, wenn sie sich dunkel anziehen und eher weite Kleidung tragen. Also von dem her ist schon etwas, was mir auch gefällt. Oft kombiniere ich es auch noch mit einer Farbe, also dass ich zum Beispiel alles schwarz trage und dann irgendwie ein so königsblaues T-Shirt oder sowas. Das mag ich auch noch ganz gerne, so den Kontrast. Ja, Ausdruck einfach ich selbst sein, nicht sonst speziell was. Risa, wie schaut's bei dir aus damit? Ja, ich finde es immer sehr schwer, meinen Stil richtig zu beschreiben. In letzter Zeit sage ich dann eher so eklektisch. Also ich mische gern viel, experimentiere da auch gerne mal.
Also, dass ich dann eher klassisch was aus der Damenbekleidung wie ein Kleid mit einer Weste, die eher einen klassischen Herrenschnitt hat, kombiniere und sowas. Und ich mische auch gern mal irgendwie Sachen, die vintage angehaucht sind, rein. Viel Farbe tatsächlich, ja. Und ja, bei mir muss es auch irgendwie dann eine Mischung aus. Es gefällt mir optisch und es ist halt bequem und auch irgendwie praktisch, dass ich mich entsprechend drin bewegen kann, wie ich es dann an dem Tag gerade brauche, sein. Also ja, sehr stimmungsabhängig, worauf ich dann Lust habe gerade. Jetzt habe ich euch allen zugehört und immer noch keine Ahnung, wie ich meinen Kleidungsstil beschreiben soll. Ups. Nee, ich werde es mal versuchen. Ich habe relativ viele petrolblaue Sachen, einfach weil die Farbe ziemlich cool ist und weil ich die recht gern trage. Ich habe aber in letzter Zeit auch mein Farbschema ein bisschen aufgebrochen. Orange hatte ich auch schon immer mehr, weil ich diesen Komplementärkontrast Orange-Petrol zeitlang auch sehr gerne mochte und auch mag. Ja, genau. Ich habe mir dann hab aber inzwischen auch einige andere Farben und eigentlich sind mir die Farben im Endeffekt dann auch gar nicht so wichtig, wie einfach, dass ich mich wohlfühle in dem, was ich trage. Ich trage auch gerne weite Sachen, also vor allem eher weite Hosen. Bei Oberteilen ist ein bisschen weniger das Thema, also viele T-Shirts. Einfach viel, was irgendwie comfy ist. Und ich finde, Taschen finde ich auch sehr cool, aber ich habe mir vor einiger Zeit angewöhnt, überall hin meine Bauchtasche zu tragen. Das heißt, ich habe meine nicht existenten Hosentaschen, wenn sie denn nicht existieren, einfach ausgelagert, weil diese ganzen dünnen Hosen- und Leinensachen einfach oft auch keine Taschen haben, die ich als Hosen trage, vor allem im Sommer. Wobei ich kurze Hosen jetzt eigentlich aufgestockt habe, die haben wieder Taschen. Ich weiß nicht, vielleicht das, was ich jetzt trage, ich trage so eine knallgelbe Leinenhose gerade, die besitze ich aber auch nicht so lange, kam mit der Feststellung, dass ich kein Gelb in meinem Schrank habe, also so ein kein ganz helles Knallgelb, kein Neongelb, aber so ein Dottergelb. Und ein Flanellhemd. Ich mag Flanellhemden. Flanellhemden sind toll. Ist alles so ein bisschen comfy. Und oft ist es auch so ein bisschen, dass ich so ein bisschen in Richtung Masculine Presenting versuche auszugleichen, dass ich halt oft weiblich gelesen werde von Personen. Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich tue mir aber auch ganz, ganz schwer, Sachen wegzuschmeißen. Also habe ich dann oder wegzugeben, also habe ich dann in meinem Schrank auch ganz, ganz andere Sachen auch. Kleider und Röcke trage ich aber gar nicht. Das mit dem Masculine Presenting, das finde ich sehr relatable. Das mache ich auch aus den gleichen Gründen wie bei dir. Einfach, weil Leute mich so, ja, weiblich lesen und, ja, genau, damit das nicht so sehr der Fall ist. Wobei ich auch sowieso tatsächlich zum Beispiel Hosen im Herrenschnitt einfach sehr viel angenehmer finde, weil die größere Taschen haben und vom Schnitt her, finde ich, sehen die viel cooler an mir aus oder ich mag mich mehr in den Hosen, weil die dann auch zum Beispiel die Hüfte nicht so betonen in meinen Augen oder sowas. Da ja, ziehe ich dann sowohl damit es mich andere anders lesen, diese Sachen an, aber auch, weil ich sonst an vielen Tagen einfach zum Beispiel eine Hose im Darmschnitt einfach nicht tragen könnte, weil mich das unglaublich dysphorisch macht. Achso, ja genau, und weite Oberteile derzeit, weil Binder alleine bringt nicht so viel. Da muss dann meistens noch zusätzlich ein bisschen kaschiert werden, um da zu schauen. Ich würde sagen, was Hosen angeht, stimme ich dir zu. Für Jeans sehe ich bei Stoffhosen so ein bisschen anders, für den Sommer gerade. Aber über Gender und Kleidung und auch über das Thema wollten wir nachher eh auch noch genauer reden. Also vielleicht sprechen wir jetzt erstmal über Sexualität und Kleidung, beziehungsweise queere Orientierung und Kleidung, weil das ja auch erstmal der Titel der Folge ist, bevor wir so einen Exkurs zu Gender machen. Der natürlich auch Sinn macht und gut ist. Oder was meint ihr? Ja, hört sich nach einem guten Plan an. Na gut, wenn ich an Sexualität und Kleidung denke, so ein bisschen, dann kommen natürlich einerseits, also
kommt so das Thema Sex und Kleidung. Darüber haben wir aber in einer Folge vor längerem auch schon mal gesprochen, also über so aufreizende Kleidung, Erotik und so weiter. Und das Zweite, was mir so in den Sinn kommt, sind so Klischees eigentlich. Also es gibt ja gerade so Klischees von Schwulen und Lesben vor allem. So lesbische Klischees zum Beispiel, die Butch-Lesbe, also kurze Haare, eher männlich präsentierend, männlich konnotierte Kleidung, Hemden. Was ist, wo ich für meinen eigenen Stil manchmal auch recht viel entlehne selber, würde ich sagen. Und dann auf der anderen Seite so die total Femme-Lesbe, also beziehungsweise Lipstick-Lesbian, Lipstick-Lesbe, die total sich eben weiblich präsentiert und eben lesbisch ist. Und dann ist so ein anderes Klischee, würde ich sagen, noch Flanellhemden. Wo es auch dieses gibt, ja, Lesben tragen gerne Flanellhemden. Ich meine, ich mag Flanellhemden auch, ist ein cooles Ding. Ja. Ist zwar nicht direkt Kleidung, aber oft wird dann ja auch so kurze Haarschnitte dann damit assoziiert. Ja, ich habe das dann auch hören dürfen, als ich mir die Haare geschnitten habe. Ich sehe jetzt aus wie eine Lesbe. Oh, okay. Ach, immerhin, mir wurde gesagt von einer Person einmal, musst du jetzt so rumlaufen wie eine Kampflesbe? Wow. Ja. Also ich glaube, das kam ein bisschen auch, also es war eine mit mir verwandte Person, ich glaube, es kam ein bisschen auch daraus, dass die Person wusste, dass meine Großeltern es nicht mögen würden, dass ich mir halt die Haare so ganz abrasiere jetzt. Es gefällt ihnen auch tatsächlich nicht, but why would I care? Und dass die Person sich so ein bisschen fremd geschämt hat, es macht es halt nicht viel besser in der Aussage, weil es halt schon eine Abwertung ist und einfach ungut. Ja. Sonst, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich mir manchmal gerade aus diesem Butch-Lesben-Klischee einfach selber Sachen entlehne für meinen Stil. Jo. Ja, mache ich, glaube ich, auch. Also ich habe auch ein Flanellhemd zu Hause, mindestens eins. Ich habe eher männlich konnotierte Kleidung immer. Ja, aber es ließ mich trotzdem niemand männlich. Also, oder auch nicht, ja. Ob ich als Lesbe gelesen werde, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt schon, das muss ich jetzt mal kurz teilen, im Sommer so einen Moment. Ich meine, die ganze Situation da rundherum war ein bisschen schwierig, was davor passiert ist, dass ich überhaupt so lange im Vorraum Toilette rumgestanden bin. Jedenfalls war ich auf einer Toilette und dann kam, also tatsächlich eine Damentoilette, also unnötig gegendert, aber anderes Thema. Und dann kam ein Mädchen rein und die war sehr verwirrt, ob sie jetzt auf der richtigen Toilette ist oder nicht. Auch so ein bisschen unnötig, wenn wir Unisex-Toiletten hätten, aber offensichtlich, es war in dem Moment trotzdem so ein bisschen euphorisch für mich, weil sie mich halt überhaupt nicht einordnen konnte und dann später waren noch andere Kinder, die auch gesagt haben, ich wusste gar nicht, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist und ich war so, yay. Ich war sehr euphorisch. Ja, ist mir auch schon bei kleinen Kindern oder kleineren Kindern ist mir auch schon passiert, aber Erwachsene nie. Ich finde, die Kinder sind da noch offener und achten weniger auf gewisse Sachen und nehmen eher den Ausdruck wahr, als, keine Ahnung, dass man als erstes auf die Oberweite schaut oder sowas. Bei mir ist das Thema, glaube ich, oft eher die Stimme. Also bevor ich zu sprechen also es kommt natürlich darauf an, was ich trage und ob ich ein Bein da trage oder nicht und so, aber es ist oft dieses, bevor ich zu sprechen anfange. Ich bin neulich auch schon mal mit Sir angesprochen worden im Museum. Tja, okay, muss auch nicht sein, aber es ist, ich sag mal, diese Verwirrung ist das, was mich so ein bisschen schon manchmal euphorisch macht. Ja, wird's mich auch. Gut, aber ich bin jetzt wieder in Gender abgedriftet. Ja, sind wir alle. Wir können da sonst weiterfahren mit den schwulen Klischees, da gibt's nämlich auch einige. Genau. Ich meine, bevor ich da jetzt mit den schwulen Klischees kurz, bevor ich die Liste vielleicht noch, natürlich können lesbische Personen aussehen, wie sie wollen. Niemand muss diesen Klischees entsprechen und viele Personen entsprechen diesen Klischees auch nicht. Das gilt genauso für die schwulen Klischees, die jetzt kommen. Ich denke trotzdem, dass es so ein bisschen eine Wichtigkeit hat, uns auch damit zu beschäftigen und zu sagen, ja, es gibt diese Klischees, manche Menschen nutzen die für sich,
Also es ist ja auch eine Kommunikationsmöglichkeit. Ich weiß von mir zum Beispiel, wenn ich irgendwie, ich meine, klar ist jetzt nicht jede Person, die ich annähernd androgyn oder vielleicht auch weiblich lese, die aber männlich präsentierende Elemente männlicher Präsentation hat oder auch Momente lesbischer Klischees erfüllt, automatisch queer, lesbisch, nicht binär, sonst etwas. Natürlich nicht, aber es ist so ein bisschen, ist es auch eine Kommunikation, die stattfinden kann auf der Ebene. Von dem her ist es, denke ich, etwas, was wir nicht unerwähnt lassen sollten, aber gleichzeitig, diese Klischees sollten halt nicht zu Vorschriften werden und es gibt immer genügend Leute, die aus diesen Klischees rausfallen und darum sind sie eben Klischees und nicht der universale Standard, wie sich jetzt, keine Ahnung, eine lesbische oder schwule Person zu kleiden hat. Genau, sorry, das war mir gerade noch wichtig. Und dann kommen die schwulen Klischees. JJ, was sind schwule Klischees, die du kennst? Ja, eines der bekanntesten ist eng anliegende Kleidung, also vor allem Skinny Jeans, und dass sie eher feminin gekleidet sind. Dann oftmals, vor allem an der Pride würde ich sagen, bauchfrei. Dann viel öfter rosa, als man sonst gewohnt ist bei männlich gelesenen Personen. Und auffälliges Modebewusstsein und ab und zu auch Make-up. Obwohl man bei allem sagen kann, das machen auch andere, nicht schwule Männer. Und auch so ein, auch ein feminines, also ich meine, das ist jetzt nicht Kleidung, aber auch so ein feminines Auftreten über Kleidung hinaus, oder? Ja, ja, die Bewegungen sind dann manchmal auch noch speziell. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich so in queeren Events war oder so, merke ich plötzlich, dass ich auch so eine Bewegung gelernt habe. Aber ich finde die irgendwie noch cool. Eine Bekannte von mir hat auch neulich mal, also kurze CN für Queerfeindlichkeit hier, beziehungsweise besonders homosexuellen Feindlichkeit, beziehungsweise Vorurteile, hatte das angesprochen, ist jetzt auch schon geraume Zeit her, beziehungsweise voll random aus dem Blauen heraus begonnen, sich darüber zu beschweren, dass der schwule Mann, der in ihrer Straße wohnt, sich so übertrieben feminin bewegt. Wo ich auch dachte, hey, lass die Person doch einfach die Person sein, okay? Please. Aber das ist auch so ein Klischee, fürchte ich. Und natürlich auch ein Klischee, dass sich manche Menschen dann speziell zu eigen machen auch. Aber eben auch nicht alle. Ich finde das auch irgendwie spannend, dass Modebewusstsein bei Männern so... Also schon allein der Gedanke, dass Modebewusstsein bei Männern irgendwie die automatisch schwul sein oder schwul macht. Ich hoffe, es gibt mehr Männer mit Modebewusstsein als schwul sind. Ich weiß es nicht. Also ich kannte mal einen. Der hat genau, also der hätte jetzt da die Hälfte der Klischees erfüllt. Und nach seiner Aussage war er nicht mal annähernd schwul. Na dann. Tja, ich war mir nicht so sicher, weil er die Klischees so gut erfüllt hat. Nee, Quatsch. Natürlich gilt seine Aussage. Ja, nein, also ich würde auch sagen, es ist halt so, ich meine, ich glaube, was da auch reinkommt und was auch beim Make-up irgendwie sichtbar ist, ist dieses, sobald eine Person, die männlich ist, oder eigentlich auch eine Person, die als männlich gelesen wird, mit dieser männlichen Präsentation bricht und was weiß ich, Make-up aufträgt oder auch femininere Kleidung trägt, vielleicht sogar ein Kleid trägt oder einen Rock oder auch nur eines dieser Elemente, gibt es irgendwie gleich die Annahme, dass diese Person jetzt homosexuell sein müsste. Dabei kann es halt auch sein, dass die Person einfach gerne mal mit Make-up experimentiert. Oder auch mal einen Rock trägt. Oder was auch immer. Oder einfach mit ihrer Präsentation spielt. Ich denke, was ich sagen will, ist halt, dass Kleidungsstil und Präsentation und auch damit zu spielen, eine Person halt nicht schwul macht oder lesbisch oder einem keine sexuelle Orientierung vorschreibt, sage ich mal. Und auch nicht vorschreiben sollte und dass ich es auch ein bisschen schwierig finde, dass es halt heißt, ja, der trägt jetzt Make-up, der ist sicher schwul oder sowas. I don't know. Also wenn zum Beispiel Skinny Jeans ein Zeichen dafür wären, dass die männlich gelesene Person schwul sei, dann muss aber irgendwer meinem Dad und meiner Mom noch etwas beichten, weil mein Dad trägt gerne Skinny Jeans und der ist nicht schwul. Er wurde dafür auch, vor allem in der Feuerwehr, hat er dafür Kommentare geerntet, was schade ist, weil die stehen ihm halt auch gut, aber tja. Ja, es gab doch auch erst so vor ein paar Jahren so eine Phase, also vor 10 Jahren oder sowas, wo das modern war, oder? Echt? Ich habe keine Ahnung. Kann sein. Das weiß ich nicht. Ich hab wenig Ahnung von tatsächlicher Mode, um ehrlich zu sein, abgesehen davon, dass ich halt ab und zu Dinge in Läden sehe, die ich dann später nicht mehr sehe. Ups.
Ja, nein, also ich weiß nicht, ich habe das so ein bisschen das Gefühl, es geht da halt darum, dass es ein bestimmtes Bild von Männlichkeit gibt. Und sobald, ich sage jetzt mal Männer, also Personen, ich meine, gilt aber auch für andere Menschen, die einfach denen quasi männlich zugeschrieben wird, auch wenn sie nicht männlich sind, sobald diese Personen dieses Bild verlassen, muss es irgendwie eine, ich sage mal, Erklärung dafür geben. Und die ist halt in dem Fall irgendwie oder gesellschaftlich scheinbar, ja, wenn die Person irgendwie in Richtung Weiblichkeit geht, unter Anführungszeichen, oder was als weiblich gesehen wird, geht, dann ist sie schwul. Was ja auch Quatsch ist im Endeffekt, aber okay. Und auch hier wieder, klar gibt es schwule Leute, die das sich dann tatsächlich diesen Klischees, also die tatsächlich diese Klischees für sich nutzen auch. Und das ist dann genauso cool. Ich finde es auch sehr schade, dass bei so Sachen wie rosa Kleidung, dadurch, dass es bei einigen dann, die das dann als Zeichen für die Person ist schwul deuten, dass dann andere Männer, die gar nicht schwul sind, rosa vielleicht aber eigentlich gerne tragen würden oder ausprobieren würden, aber sich das dann nicht trauen, weil sie dann schwul gelesen werden könnten oder Leute das annehmen könnten. Was aber so ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass schwul immer noch ein Schimpfwort ist. Also dass Schwulsein immer noch abgewertet wird, dass Homosexualität abgewertet wird, dass Queerness abgewertet wird. Und wenn Queerness nicht so krass abgewertet werden würde, hätten vielleicht auch mehr Menschen den Mut zu sagen, ja, ich trage einfach das, was ich trage. Und wenn jemand fragt, ob ich schwul bin, dann sage ich einfach, nö, ich bin nicht schwul, aber ich mag rosa. Oder nö, ich bin nicht schwul, aber ich trage gerne Make-up. Oder nö, ich bin nicht schwul, aber keine Ahnung. Ich wollte das mal ausprobieren, was auch immer. Das könnte ja um einiges einfacher sein. Also gerade das mit dem Rosa und Blau für Jungs und Mädchen ist ja auch sehr willkürlich. Bevor Queen Victoria das Kinderzimmer für ihren Sohn blau gemacht hat, weil sie die Farbe mochte, war es ja genau andersrum. Ja. Genau, und dann haben wir, weißt du, was wir noch in unserem Skript stehen haben, Risa? Nämlich, dass es die Annahme gibt, dass Menschen, die in der Textilbranche arbeiten, besonders in Richtung Design, wenn sie männlich sind oder männlich gelesen werden bzw. eingeordnet werden, automatisch bzw. alle schwul wären. Ja, also da hatte ich jetzt tatsächlich auch schon ein paar Mal mit zu tun. Einmal hat jemand aus meiner Verwandtschaft mich dann gefragt, und als ich meinte, ja, wir haben wohl auch einen verhältnismäßig großen Männeranteil bei uns, beziehungsweise männlich gelesene Personen, ich habe sie jetzt nicht gefragt, ob sie sich alle als Männer identifizieren. Also verhältnismäßig groß heißt, der Studiengang hat tatsächlich statistisch einen höheren Anteil von weiblich Gelesenen. Und dann wurde ich erstmal gefragt, ja, aber sind das Männer? Oder sind das Schwuchteln? Oh fuck, hey. Das ist ja nochmal krass. Mhm. Und dann hatte ich halt neulich auch einen Friseurbesuch, wo dann halt auch typisch Smalltalk dann mein Studiengang zum Thema kam, als Thema war. Und die Friseurin versuchte es ein bisschen netter zu verpacken und fragte dann, ja, ob die Männer da, weil man das ja auch so aus von Designern und so kennt, ob die dann auch so ein bisschen besonders wären. Okay. Spannend. Also ich finde vor allem die erste Aussage krass, weil sie ja irgendwie sagt, ja, schwule Männer wären keine Männer. Also weil schwule Männer da eindeutig entmännlicht werden, was ja auch Quatsch ist. Weil wenn sie sich als Männer identifizieren, sind sie wohl Männer, würde ich mal sagen. Uff. Ja, und dann auch, dass dann bei den Leuten, auch sobald ich erwähne, dass man mit dem Studiengang auch in die Automobil- oder die Flugzeug- oder die Flugbranche gehen kann, weil da auch Textilien gebraucht werden, zum Beispiel auch Faserverbundstoffe und so, dann ist auf einmal wieder alles in Ordnung. Das erklärt natürlich, warum Männer sowas studieren. Aha. Sarkasmus und so, falls es nicht hörbar war. Okay. Menschen sind anstrengend. Mhm. Boah, das ist aber auch so, ach so, das erklärt, warum sie sich dazu herablassen, dieses Studium zu machen. Oder was möchte die Person mir damit sagen, mit dieser Aussage, das erklärt es. Das ist dann auch leicht sexistisch. Also leicht ist eigentlich eine Untertreibung. Ah. Aber es wertet eben den Textil, also die Textilbranche, beziehungsweise das, was als Frauenarbeit, sage ich mal, empfunden wird, ab. So. Mhm.
Aber jetzt ironischerweise gerade so Schneider oder so, das waren früher doch auch Männer. Ja, ja. Also größtenteils. Also bei uns kommt auch ein, weiß jetzt da nicht so viel, aber auch und ironischerweise haben, oder Luke, ja, war leider so, haben, glaube ich, Männerschneider mehr verdient als Damenschneider, was auch wieder so gar keinen Sinn macht. Ja, genau. Vielleicht ist das so ähnlich wie beim Kochen und KöchInnen. Also Kochen wird ja eher als Frauensache eingeordnet, aber Sterne-KöchInnen sind dann doch eher Männer oder die bekanntesten Gesichter und Namen sind eher Männer. Bei Schneider ist noch ein bisschen so, dass Herren- und Damenschneider ist tatsächlich nicht derselbe Beruf. Also Damenschneider macht Damenkleider und Herrenschneider Herrenkleider. Ob die unterschiedlich verdient haben, hätte ich schon jetzt auch gesagt, bin mir nicht ganz sicher. Also ob Damenschneider da auch, wenn es ein Mann war, weniger verdient hat. Aber ja, das waren zwei Berufe, ja. Finster bei den Begriffen auch, also im Deutschen geht es noch mit Schneider, Schneiderin, Näher, Näherin und so, aber im Englischen hat man ja nochmal Tailor, was meistens männlich assoziiert wird und Seamstress, was ganz klar weiblich gegendert ist. Ich denke, da sehen wir halt insgesamt auch wieder so ein bisschen, also auch in dem, was du vorher erzählt hast, Risa, wie Sexismus und Queerfeindlichkeit halt nicht voneinander getrennt existieren, sondern dass da einfach Überlappungen, Überschneidungen gibt, dass diese Dinge verwoben sind und dass es nicht zwei getrennte Probleme sind, sondern welche, die sehr, sehr verbunden sind im Endeffekt. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich würde dann weitergehen, bevor wir uns damit beschäftigen, wie das mit dem Aceback ist und ob es sowas wie einen Aceback-Stil gibt, zu Gender und Kleidung, um darüber mal unsere ganzen Dinge gesagt zu haben, bevor wir noch mehrfach drin abgleiten. Ich glaube, wir werden trotzdem mehrfach drin abgleiten, aber egal. Wir bemühen uns einfach. Was wir schon so ein bisschen hatten in Bezug, also jetzt auf nicht-binäre und Transpersonen, also über männlich und weiblich konnotierte Kleidungsstücke, haben wir auch in einer anderen Folge schon mal geredet. Also JJ, du hast damals mit Markus drüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist schon lange her. Genau. Daher haben wir uns gedacht, diesmal sprechen wir eher über nicht-binäre und Transpersonen und Kleidung in dem Zusammenhang. Was wir schon erwähnt haben, war dieser häufige Versuch, also dass es häufig einfach den Versuch gibt, das andere binäre Geschlecht auszudrücken, also das, dem die Person nicht erstmal zugeordnet wird meistens, beziehungsweise eben Elemente des anderen Geschlechts zu inkludieren. Oder eben auch den Versuch, sich so androgyn wie möglich zu geben von manchen. Ja, wobei ich glaube auch, dass teilweise, sicher nicht bei allen, aber ich kenne das von mir und auch von anderen, dass sich als das andere Geschlecht zu präsenten manchmal auch so das einzig Praktikable scheint, um nicht halt das Geburtsgeschlecht in Anführungszeichen, das zu dem Zugeordneten gelesen zu werden, weil irgendwie androgyn gelesen zu werden und dann auch in die Kategorie, okay, ist nicht Mann, ist nicht Frau eingeordnet zu werden, meistens etwas ist, was viele Leute gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben als Möglichkeit. Und dann kann es dann zumindest besser sein, dass ja quasi weniger üble von den beiden binären Kategorien zu nehmen oder darin eingeordnet zu werden. Ja, weil es sich für mich, also ich muss sagen, es fühlt sich für mich halt auch weniger übel an, als männlich misgendert zu werden, als weiblich misgendert zu werden. Gerade dann, wenn ich, also ich meine, natürlich ist Dysphorie nicht immer gleich, aber gerade dann, wenn gerade viel Dysphorie da ist, ist das einfach auch eine bessere Option dann in dem Moment. Keine ideale, aber eine bessere. Und trotzdem ist es für mich schon so, dass ich, wenn ich merke, dass ich Verwirrung auslösen kann darüber, dass ich mich dann wohlfühle, weil das irgendwie diesen kleinen Spalt aufmacht, unter Anführungszeichen, wo ich dann doch existiere, so für die Menschen. Oder näher an dem dran existiere, was ich, oder wie ich mich selber sehe. Ja, ist bei mir ähnlich, wobei es kommt drauf an, in der Situation selber macht es für mich je nach Kontext eigentlich gar keinen Unterschied, wenn ich dann männlich gelesen werde, dann ist es
je nachdem genauso schlimm, wie wenn ich weiblich gelesen werde. Aber wenn ich dann nachher auf die Situation zurückgucke, finde ich es auf jeden Fall besser, wenn ich männlich gelesen wurde, als wenn ich weiblich gelesen wurde. Aber es ist auch, ich weiß nicht, ich habe auch daran, weiblich gelesen zu werden, bin ich leider gewöhnt. Und wenn dann irgendwer dann mit herkommt oder guck mal, der Junge da, dann bin ich dann immer so, wie kommen die Leute auf die Idee, dass ich ein Mann oder ein Junge bin? Hä? Weil bei mir dann in dem Moment so im Kopf ist, hä, Leute, das ist gar nicht meine Kategorie. Wie kommt ihr auf so eine Idee? Weil dann, weiß ich nicht, irgendwie gerade in dem Moment fehlt, ach ja, die Leute denken nur in binären Schubladen. Und dann bin ich immer so, weiß ich nicht, irgendwie so entrüstet, keine Ahnung. Und dann ist es im Moment selber egal, welche binäre Kategorie es jetzt war, weil es ist halt beides falsch. Nee, es kommt bei mir tatsächlich auf die Dysphorie an, die ich gerade habe. Und Junge finde ich tatsächlich meistens toll. Mann finde ich öfters dann auch. Also mir ist dann immer bewusst, ja, es ist halt falsch, aber es ist irgendwie besser als das, was ich gewohnt bin, so. Aber das ist wahrscheinlich dann auch für jeden anders. Eben wie du sagst, für dich ist es dann in dem Moment mehr irritierend. Und was halt auch wichtig ist in dem Zusammenhang, denke ich, ist, dass es eben nicht zu sich zu, aber nicht zu einer Erwartung verhärten sollte oder zu einer Annahme, dass alle nicht-binären bzw. Agender-Personen etc. sich total androgyn kleiden müssten oder das wollen müssten, weil das ist ja im Endeffekt auch nicht so. Also eine nicht-binäre Person oder eine Agender-Person kann auch weiblich präsentieren, kann eher männlich präsentieren, kann überall dazwischen präsentieren, kann sich kleiden, wie sie will. Und kann verschiedene Präsentationen auch anstreben und ist dadurch nicht automatisch nicht mehr agender oder nicht mehr nicht-binär. Das hat einfach keinen Einfluss, oder? Also ich meine, klar kann es einen Einfluss haben für eine Person. Also wie gesagt, ich sage ja auch, ich bevorzuge einen bestimmten Kleidungsstil oder bestimmte Kleidungsstile oder bestimmte Präsentationen, aber Kleidung macht nicht das Gender und das Gender macht nicht die Kleidung, unausweichlich. Und die Kleidung sollte auf jeden Fall keine Auswirkungen darauf haben, wie Mensch mit der Person umgeht. Also ich kann eine Person bei dem Namen und den Pronomen nennen, die sie möchte, auch wenn die Präsentation in meinem Kopf nicht mit dem Gender, was die Person mir gesagt hat, was ihr Gender ist, zusammenpasst. Also keine Person schuldet irgendwem androgyn auszusehen, um nicht binär als nicht-binäre Person respektiert zu werden und keine Person schuldet es anderen, ein Kleid zu tragen, damit sie mit Sie-Pronomen angeredet wird oder sowas. Das ist alles. Kleidung sollte eigentlich kein Geschlecht haben. Jeder sollte, alle Leute sollten tragen können, was sie wollen und trotzdem respektiert werden und so angesprochen und angeredet werden, wie sie es möchten. Ja, und auf der anderen Seite können ja auch Cis-Personen sich androgyn anziehen, wenn sie da Lust drauf haben. Hab ich auch, manchmal habe ich auch so einen Moment, oh, ich möchte mich jetzt gerne androgyn anziehen. Ja, und es macht dich ja nicht weniger cis oder mehr nicht-binär oder sonst irgendwas. Es ist einfach, Präsentation und Geschlecht sind nicht das Gleiche und müssen nicht immer mit normativen Erwartungen zusammenpassen. Voll. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist an der Stelle, ist, dass Binärtranspersonen natürlich, oder was heißt natürlich? Eigentlich nicht natürlich, weil wie gesagt, es gibt kein, also Kleidung macht nicht das Gender und sollte keinen Einfluss auf den Respekt haben. Und auch eine Binärtransperson schuldet jetzt niemanden, sich immer dem Geschlecht nach oder hundertprozentig dem Bild zu entsprechen, das Menschen von ihrem eigentlichen Geschlecht haben. Aber es gibt natürlich oft auch aufgrund der Dysphorie und durch den Wunsch, richtig gelesen zu werden, die Tendenz oder den Versuch, sich dem Geschlecht entsprechend auch zu präsentieren. Und der andere Punkt, den wir noch haben, ist, dass die Bekleidungsbranche halt nach wie vor komplett binär ausgelegt ist. Also es gibt Männerkleidung und es gibt Damenkleidung und das war's dann. Und es gibt irgendwie auch wenig Überschneidungen zwischen den Bereichen. I don't know.
Ja, das kann man schon so sagen. Also es gibt halt Damenoberbekleidung und Herrenoberbekleidung und die Damenoberbekleidung ist dann für die deutsche Durchschnittsfrau, die sich aus statistischen Werten zusammensetzt. Und also ich habe jetzt noch niemanden getroffen mit genau diesen Maßen. Also gibt es sicher bestimmt auch, aber ja. Ja, also ich weiß nicht, aber ich habe jetzt öfter auch so Kleidung gesehen, die mit Unisex gelabelt war. Und ja, das waren meistens Hoodies oder sowas. Also es gibt schon auch das, oder T-Shirts, es gibt schon auch, oder Mützen oder sowas. Es gibt schon auch, dass es ein bisschen so gelabelt wird. Aber das stimmt schon, wenn man auf die Homepage von Mode, also keine Ahnung, irgendwas einkaufen will online, dann muss man zuerst auswählen, in welcher Kategorie man sucht. Was ich ultra dämlich finde, weil ich will einfach nur die Art Hosen und es ist mir scheißegal, wo die reingeordnet ist. Vor allem schafft das ja auch oft eine Barriere. Also klar, wahrscheinlich stellen viele Menschen keine Fragen, wenn ich jetzt aus der Herrenabteilung was hole. Aber gerade für Transpersonen oder, also natürlich auch nicht für alle, aber ich habe es jetzt von vielen gehört und ich kenne es auch von mir, ist dieser Moment, traue ich mich jetzt in der anderen Abteilung einkaufen zu gehen oder kann ich das machen oder werden sich die Leute was denken oder oute ich mich dann oder whatever. Der ist schon da für viele und der ist halt irgendwie auch deswegen da, weil diese Abteilungen so klar abgegrenzt sind und weil es quasi ist, ja, du hast halt diesen Körper, du gehst bitte dorthin suchen und du hast den und du gehst in die andere Richtung suchen und weil das halt auch mit Erwartungen verbunden ist, wer sich was wo holt. Ja, und das kann dann auch sein, dann mit ja Unwohl und vor allem Unbehagen einhergehen, dann in die Abteilung zu gehen, die für andere, die nicht offensichtlich passende ist. Also bleiben wir mal in den binären Kategorien, in denen viele denken, du gehst in die Abteilung des anderen Geschlechts. Und dann ist aber auch nicht immer klar, ist das sicher, dahin zu gehen? Werde ich vielleicht nicht nur komisch angeguckt, sondern gibt es dann auch noch irgendwelche verbalen Äußerungen oder sowas. Ist jetzt nichts, was ich schon erlebt habe, aber so eine Angst im Hinterkopf, die schon da war. Und es wäre einfach, keine Ahnung, wenn die Modeindustrie sagen würde, hey, es gibt eigentlich auch mehr wie zwei Körperformen. Vielleicht sollten wir mal Kleidung für verschiedene Körperformen machen und nennen die Kleidung dann, weiß ich nicht, Typ A, B, C, D und das sind dann für vier verschiedene Körperformen, wäre das, glaube ich, zumindest dahingehend schon mal angenehmer. Ja, das spricht eigentlich auch genau das nochmal an, wo ich auf JJs Sache drauf eingehen wollte. Also erstmal Mützen. Unsere Mützen sind Unisex, finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen lustig als Marketing-Tool, weil sind Mützen. So unterschiedlich sind Köpfe dann nicht. Und dann sind es halt meistens die Sachen, wo ein bisschen weniger Konstruktion reingehen muss. Also meistens halt Maschenware, also dehnbare Sachen wie halt Hoodies, T-Shirts, wo man halt dann mal ohne viel Aufwand Unisex draufklatschen kann. Aber wie du gerade schon meintest, das löst, finde ich, nicht das Problem, weil Blusen zum Beispiel ganz viele Cis-Frauen Probleme haben, die richtige Bluse zu finden, weil nicht alle dieser Standardform entsprechen. Also Standardform wäre jetzt so dieses relativ schmale Schultern, eher eine breitere Hüfte zum Beispiel und irgendwie Oberweite. Ja, und auch da bräuchte es einfach mehr Verschiedenes als, okay, wir packen jetzt einfach alle in das gleiche T-Shirt rein. Das ist super für die Leute, die T-Shirts anziehen wollen, aber nicht für die Blusen oder Hemden anziehen wollen. Paul, ich denke mir auch, es wäre schon so ein, also das würde die ganzen Probleme jetzt nicht lösen. Es würde auch das Binaritätsproblem nicht lösen. Aber für viele Menschen wäre ja schon ein erster Schritt getan und natürlich müsste es nach dem ersten Schritt noch weitergehen, wenn wir sagen, jeder kann tragen, was er will und in die Abteilung gehen, die er sie x möchte. Und vor allem, wenn es mehr wie diese zwei Kategorien gäbe, einmal für Frauen, einmal für Männer, sondern hey, wir nehmen auch gleich noch ein bisschen ein paar verschiedene Körperformen und Maße und es gibt nicht nur S, M, L für ein und dieselbe Körperform, sondern wir bringen da mal ein paar mehr Sachen rein. Das würde ja auch Cis-Personen das Leben vermutlich leichter machen, wenn ich überlege, ich habe Schwierigkeiten, Kleidung zu finden, die passt. Meine Schwester, die Cis ist, hat aber genauso Schwierigkeiten, Kleidung zu finden, die passt, weil ja, da muss dann halt auch bei der Cis-Person irgendwie die Kleidung passen, in der das der Durchschnitt der weiblichen Bevölkerung reinpassen soll, aber wer entspricht diesem Durchschnitt? Ja, aber ich kenne auch einige Cis-Frauen, die in Herrenabteilung
gewisse Kleidungsstücke einkaufen. Gerade zum Beispiel Pullover oder Hosen ist auch noch sowas, dass manchmal hat man einfach nicht diese Hüfte, wo man in die Damenhosen reinpasst. Ja, natürlich. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, das ist natürlich möglich. Aber gerade wenn sich eine Person selber im inneren Coming-out-Prozess bezüglich Gender befindet, ist es mitunter eben nicht so einfach mal darüber zu gehen. Ja, und ja, am besten wären natürlich immer noch ganz, ganz viele verschiedene Formen oder mehr so. Wollen wir dann mal weitergehen oder hat hier noch irgendjemand was zu sagen? Nur, dass ich Kleidung generell ein schwieriges Thema finde. So als Person, die ein Geschlecht hat, das fluktuiert, ist vor dem Kleiderschrank stehen so ein, okay, was ist heute etwas, mit dem du leben kannst? Ja. Und was ist in 3 Stunden noch etwas, mit dem du leben kannst, was du anziehst? Ich habe mich vor 2 Monaten oder so tatsächlich mal dazu überwunden, einen Teil meines Kleiderschranks auszuräumen, beziehungsweise den Kleiderschrank auszuräumen. Und ich habe es geschafft, einen Teil zu sortieren. Ich finde das ziemlich schwer, habe ich eh schon gesagt. Aber ich habe ein paar Sachen dann tatsächlich aussortiert. Also nicht alle, wo ich so ein bisschen das Gefühl in die Richtung hatte, aber ein paar habe ich dann tatsächlich aussortiert mit dem Gedanken, du weißt, du wirst sie jetzt in den nächsten Jahren nicht tragen und wahrscheinlich vielleicht auch nie wieder, weil das Ding macht dich dysphorisch. Du weißt das. You don't need to keep it. So. Das ist sowas, was bei mir schwierig ist, weil ich das teilweise habe, dass ich ein Kleidungsstück vielleicht 2 Jahre nicht mehr getragen habe und dann fühle ich mich plötzlich darin wohl und trage das dann. Und es ist sehr nervig. Deswegen finde ich auch Ausmisten ultra schwer, weil ich halt nicht weiß, ob ich, wenn ich das jetzt weggebe, ich das nächstes Jahr bereue, weil es dann doch ein Kleidungsstück ist, was ich wieder gerne trage, weil sich da auch einfach stark ändern kann, was mich dysphorisch macht und was nicht. Ich habe auch teilweise eine Hose, die habe ich zwischendurch, keine Ahnung, die habe ich 3-4 Jahre nicht getragen und jetzt bin ich super froh, dass ich sie noch habe, weil es jetzt eines meiner Comfort-Kleidungsstücke ist und das ist einfach, ja, Flachs sein und Kleidung, super Kombi. Ja, ich glaube, bei mir fluktuiert eher die Stärke der Dysphorie als das Gender. Und das, klar, gibt es dann manchmal Sachen, wo ich sage, ja gut, heute kann ich die anziehen und das ist nicht so schlimm, wie es an einem anderen Tag wäre oder so. Oder heute ist Dysphorie low oder so. Aber es gibt jetzt nicht dieses, also ich kann schon ein Kleidungsstück ansehen und mir denken, gut, nee, also das, ich weiß, dass das grundsätzlich eher Dysphorie steigert oder mich dysphorisch macht. Das geht halt bei mir schon. Ja. Und eine Sache, die mir gerade noch einfällt, wenn wir nicht diese strikt binäre Trennung hätten, könnten Menschen, die sich vielleicht auch unsicher sind, einmal, was ihr Geschlecht ist oder vielleicht auch einfach, wie sie sich präsentieren wollen, viel freier experimentieren könnten, um zu schauen, okay, ist eine Hose in dem und dem Schnitt etwas, worin ich mich wohlfühle? Kann ich vielleicht Röcke tragen und das gefällt mir an mir und ich fühle mich damit wohl? Weil wenn du in einem Umfeld bist, das nicht sehr offen ist, nicht sehr supportive, dann kannst du je nach dem gar nicht verschiedene Kleidung, verschiedene Stile, Schnitte ausprobieren, weil es einfach je nachdem auch nicht sicher ist, das zu machen, weil die Leute darin direkt ein Outing lesen. Jetzt egal, ob das dann auch tatsächlich die Person nicht binär oder trans wäre, es kann auch sein, dass die Person einfach cis ist und aber gerne anders präsentieren würde, aber sich das nicht traut, weil Kleidung so krass binär besetzt ist und Leute das sofort dann in irgendeiner Weise lesen und die Personen dann gar nicht, ja, die Chance haben, rauszufinden, was sie mögen oder was sie auch mögen und worin sie sich auch wohlfühlen könnten oder vielleicht sogar wohler fühlen würden. Was mir dann noch einfällt, ist so ein bisschen, was ich als sehr unnötiges Gendern bei Klamotten empfinde, ist, ja, Blusen haben die Knopfleiste so rum und Hemden dann andersrum und ich kenne ganz, ganz viele Textiler, ja, die dann erstmal, wenn sie gerade eine Bluse oder ein Hemd anhaben, selbst gucken müssen, wie rum ist jetzt nochmal richtig? Und theoretisch ist das auch bei Hosen genauso. Die meisten Damenjeans und so haben aber auch einen Herrenverschluss quasi. Einfach aus dem ganz einfachen Grund, es ist günstiger in der Produktion, da die Maschinen nicht jedes Mal umstellen zu müssen zwischen Damen und Herren. Es siege die Vernunft manchmal, wirklich.
In dem Fall, ich meine nicht, dass ich so ein Kapitalismus-Fan wäre hier, aber in dem Fall kann man Kapitalismus fast danken an der Stelle. Ich habe gerade schon überlegt, ob es irgendeinen kapitalistischen Grund geben könnte, der die Modewelt dazu bringt, nicht mehr in binären Kategorien zu denken, weil das wäre vielleicht eine Sache, die schneller funktioniert, leider, als dass da ein Umdenken gesellschaftlich stattfindet, wenn es da irgendwie heißt, ja, eigentlich wäre es für uns aus monetärer Sicht wesentlich lukrativer, dann umzudenken. Aber leider habe ich da gerade keine Idee. Na gut, lasst uns über das Aceback sprechen, oder? Gerne. Gut, die Frage, die wir uns da gestellt haben oder stellen wollen, ist ja so ein bisschen, gibt es einen Aceback-Stil, beziehungsweise gibt es eigentlich Vorstellungen davon in der Gesellschaft, soweit das Aceback eben bekannt ist, wie Acebacks dann aussehen? Da gibt es einige Vorstellungen davon, wie Acebacks aussehen. Von anderen Leuten, zum Beispiel, dass die alle nur hässlich sind. Das habe ich schon öfters gehört, so als Klischees. Gott sei Dank noch nie erlebt, als ich über das Thema gesprochen habe. Ja, oder auch, dass Leute sagen, du bist einfach hässlich, wenn du Aceback bist. Das ist dann halt irgendwie so der, von einem anderen Ding her, ja, wenn du Aceback bist, musst du halt auch hässlich sein und niemanden abkriegen oder so. Ich bin so einschüchternd, es würde sich niemand jemals trauen, mir zu sagen, dass ich hässlich bin. Natürlich nicht. Nee, zum Glück noch nie geschehen. Zum Glück. Da gibt es auch noch so eins, völlig das genaue Gegenteil. Wenn du dich so kleidest, kannst du nicht Ace sein. Damit ist dann wohl gemeint, wenn man so, keine Ahnung, rote Tops, bauchfrei, was auch immer anzieht. Also so eben das, was klischeehaft von Männern als attraktiv empfunden wird, angeblich. Oder wenn man generell als attraktiv empfunden wird, glaube ich. Also du musst ja auch nicht mal, also ich muss ja keinem typischen Klischee, also klar ist es einerseits dieses, wenn ich mich sexy kleide, wenn ich mich offensichtlich attraktiv kleide oder so einem Klischee entspreche, dann könnte ich ja nicht auf dem Aceback sein, also nicht Ace oder Aro sein oder so. Und andererseits dann auch generell, wenn eine Person sich, dieses Vorurteil, wenn eine Person sich pflegt, irgendwie Gedanken macht um ihr Outfit, das irgendwie so zusammenstellt, dass es nach was aussieht und nicht irgendwie random hingeworfen ist, sage ich mal, oder dass es irgendwie als hübsch empfunden wird in der Umgebung oder in diesem Teil der Gesellschaft, wo sich diese Person bewegt, oder als attraktiv, dann heißt ja, du kannst ja nicht Aceback sein, weil, was weiß ich, du trägst, keine Ahnung, was sexy ist, was attraktiv ist, etwas, du pflegst dich ja so, quasi. Genau, was dann gleichzeitig die Annahme macht, dass Aces sich eben nicht pflegen und nicht hübsch und sexy sein sollen, was natürlich ein Trugschluss ist, aber ich glaube, das haben auch Cis-Hetero, was auch immer, oder auch lesbische Schule und so weiter Menschen, dass viele annehmen, man kleidet sich auf eine bestimmte Weise, um bei anderen als hübsch oder sexy wahrgenommen zu werden. So zum Beispiel der Butch-Style, das, ich nehme mal an, dass viele Leute da auch annehmen, das einfach, um dann für andere Frauen attraktiv zu wirken oder so. Also dass Leute das denken, ja, aber ich denke, das ist nicht nur bei Aces nicht so, sondern auch bei vielen anderen, dass sie sich vielleicht auch für sich selber kleiden, einfach was einem gefällt. Ja, also ich meine, klar gibt es unterschiedliche Gründe, sich zu kleiden, wie eine Person sich eben kleidet. Das ist so. Und klar, habe ich ja auch schon irgendwann während der Aufnahme erwähnt, Kleidung kann auch Kommunikation sein. Kleidung kann auch Aufmerksamkeit erregen, natürlich. Kleidung kann alles Mögliche. Aber Kleidung kann halt auch einfach comfy sein. Man kann Kleidung einfach mögen. Eine Person will vielleicht nicht komplett abgefuckt durch die Gegend laufen. Und ganz ehrlich, selbst dann, also selbst wenn wir annehmen würden, was ich nicht tue, dass wir uns grundsätzlich für andere Menschen kleiden würden. Und dafür, wie wir von anderen wahrgenommen werden. Selbst dann wäre nicht der einzige Zweck von unserem Kleidungsstil das Suchen, Finden eines sexuellen oder romantischen Partners, Partnerperson. Weil Kleidung und Auftreten auch einen Einfluss darauf hat, wie wir bei befreundeten Personen ankommen, beziehungsweise bei Personen, die wir noch nicht kennen, bei, was weiß ich, potenziellen Vorgesetzten, bei Vorstellungsgesprächen, bei keine Ahnung wo. Da gehen wir auch nicht total abgefuckt hin. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und klar ist das blöd für Leute,
die diesen Bildern nicht entsprechen. Und das ist ja auch ein Thema, dass Menschen, die bestimmten Schönheitsidealen und Bildern nicht entsprechen können oder nicht entsprechen, auch gesellschaftlich diskriminiert werden. Das ist auch ein Problem, das ist ein gesellschaftliches Problem. Aber insgesamt geht es einfach nicht nur um Partnerpersonensuche auf romantischer und sexueller Ebene bei unserem Kleidungsstil, selbst dann, wo wir uns doch für andere kleiden. Boah, ich glaube, wir sind schon zum nächsten Thema abgedriftet, kann das sein? Für wen kleiden wir uns? Ich würde sagen, Kleidung kann eine Art sein, etwas zu kommunizieren, aber muss es halt auch nicht. Kleidung kann etwas sein, was ich für andere mache, und dann ist es valide, wenn ich mich für eine andere Person auf eine bestimmte Art und Weise kleiden möchte, dann, und ich mache das aus freien Stücken, dann ist das voll okay, aber ich kann mich halt auch für mich selber kleiden, weil ich das schön finde, weil ich das praktisch finde, weil ich das komfortabel finde, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist valide, und es ist halt, ich kann nicht immer davon ausgehen, dass wenn eine Person Kleidungsstück XY trägt, dann möchte sie mir damit Botschaft Nummer 5 ausdrücken, und wenn sie etwas anderes trägt, dann ist es Botschaft Nummer 3. Ist vielleicht jetzt nicht die beste Analogie, aber nur wenn ich irgendwem eine gelbe Rose schenke, heißt das ja nicht, dass ich die Blumensprache drauf habe und dann genau das ausdrücken möchte, was in Blumensprache für gelbe Rosen steht, was ich gerade nicht weiß, wofür das steht, aber Freundschaft sind die Freundschaftsrosen. Ja. Yay. Ich kann auch einfach eine gelbe Rose schenken, weil, weiß ich nicht, die habe ich gerade gefunden, die finde ich gerade cool, oder ich weiß, die andere Person mag gelbe Rosen, und dann drückt es nicht immer aus, dass ich mit der Person befreundet sein möchte. Es kann auch sein, weiß ich nicht, dass es meine romantische Partnerperson ist, der ich eine gelbe Rose schenke, und dann mache ich das als Ausdruck für meine romantische Liebe dieser Person gegenüber oder sowas. Und genauso wie wir nicht alle konform mit der Blumensprache sind, sollten wir uns auch nicht bei Kleidung auf genau eine Interpretation versteifen. Ich meine, es kann natürlich Kommunikation geben, aber es kann natürlich auch immer sein, dass die Person was komplett anderes meint oder gar nichts. Ja. Ja, und ich meine auch, für wen wir uns anziehen, ist ja auch wieder keine binäre Frage. Also ich kann mich ja nicht nur entweder für mich oder für andere anziehen. Ich kann mich ja in dem Bereich, in dem ich mich wohlfühle, dann entsprechend auch so, dass ich weiß, dass es der anderen Person fallen wird oder zu der Situation passt, in der ich gehe, ja, dann passt. Weil, also ich meine jetzt zum Beispiel, es wird dann immer, ja, du ziehst dich ja nur für den Mann, für Männer so an und so, ist ja dann negativ konnotiert, aber niemand würde dir jetzt einen Vorwurf draus machen, wenn du dir zu der Hochzeit deiner besten Freundin ein schickes Kleid anziehst. Das mache ich ja auch nicht nur für mich. Ja, und hoffentlich auch nicht, um ihren, also in der Annahme, um ihre Partnerperson zu romancen, oder? Nee, eher nicht. Oder sie. Ja, oder was ich eigentlich auch total schön finde, ich habe eine sehr gute Freundin. Unsere Freundschaft ist eigentlich aus gegenseitiger ästhetischer Anziehung entstanden. Und natürlich machen wir uns dann, wenn wir uns treffen, gerne für uns gegenseitig schön. Ja. Cool. Das gefällt mir irgendwie. Nice. Das ist nice. Ja, jedenfalls. Ich denke, wir kommen zu dem Schluss, dass Aces und Aros und auch aplatonische Personen sich natürlich so kleiden können, wie sie wollen. Dass sie attraktive, also als attraktiv wahrgenommene Dinge tragen dürfen, dass sie sich pflegen dürfen, dass sie Gedanken machen dürfen, dass sie sich Gedanken machen dürfen über ihren Kleidungsstil und so weiter. Einfach weil es Quatsch ist, und dass auch Aces sich sexy kleiden dürfen, wenn man so will, oder von mir aus Reizwäsche tragen dürfen. Das ist ein Trugschluss, dass das nicht geht, ist halt ein Trugschluss, der ungefähr in dieselbe Kategorie fällt wie, wenn du mal Sex gehabt hast, bist du nicht Ace. Und das ist ja genauso Quatsch. Ja, voll. Und wenn ich als Ace-Person und Aro, also wenn ich jetzt als Aro-Ace-Person einen Binder trage und darüber nur ein Netzshirt, dann ist das keine Art, mit irgendwem irgendwas zu kommunizieren. Dann ist das, weil ich das cool finde, und dann heißt das nicht, dass ich irgendwie available bin für irgendwen, sondern dann finde ich das cool. Und meinetwegen kann das irgendeine Person sexy finden, ist mir egal, kann die Person, aber das war's dann auch. Also das ist dann ihre Sache. Ja. Nicht deine. Genau. Und falls jemand wissen möchte, wie asexuelle Personen so aussehen, gibt es diesen tollen Hashtag, den Jasmine Benoit gestartet hat, dieses This is what asexuality looks like. Und da gibt es Fotos von ganz, ganz verschiedenen Personen auf dem asexuellen Spektrum.
Ich glaube, dass ihr Ziel war ja auch, oder ich habe das zumindest mal gelesen, gehört, dass sie, dass ganz, ihr auch ganz oft gesagt wurde, ja, du siehst nicht asexuell aus. Und sie dann gesagt hat, ja, wie sieht denn asexuell eigentlich aus? Gibt's das? Offensichtlich nicht so, wie ich aussehe oder so. Und dann hat sie diesen Hashtag gestartet. Und das finde ich auch ziemlich cool, wenn man da richtig sieht, im Endeffekt können sich die Leute so kleiden, wie sie wollen. Gibt Klischees vielleicht, aber die sind nicht wahr. Und es gibt ganz viele unterschiedliche, also in dem Fall asexuelle Personen, Personen auf dem Aceback. Ja, und was wir vielleicht jetzt noch nicht besprochen haben und was da auch noch ein Thema ist, sorry, das ist jetzt ein bisschen durcheinander. Die Leute, die uns zuhören, werden das irgendwie managen müssen, hoffentlich, oder können hoffentlich. Wir haben eh schon drüber gesprochen, so über diese Annahme, dass wir uns nur fürs Gegenüber kleiden würden, ob das überhaupt irgendwie, dass das sinnvoll ist oder dass das nicht sinnvoll ist, haben wir ja mittlerweile schon mehr oder weniger gesagt. Und auch, dass wir da gesamtgesellschaftlich jetzt eigentlich nicht immer eine Antwort drauf haben sollten, oder? Weil manchmal kleiden wir uns für andere, manchmal nicht. Und manchmal ein Mix oder meistens wahrscheinlich ein Mix aus allem. Und manchmal kleiden wir uns auch für die Arbeit. So gerne ich Trompetenärmel mag, kann ich nicht anziehen, wenn ich an der Nähmaschine sitze. Ja, ich muss auf der Arbeit Schuhe tragen. Ist so. Ist jetzt auch nicht meine Lieblingskleidung, sag ich mal. Mei. Ja, es gibt ja nicht nur bei der Arbeit Dresscodes, also oder Dresscodes, Kleidung, die Arbeit überhaupt möglich macht, in vielen Fällen. Aber es gibt auch bei Veranstaltungen und Anlässen Dresscodes, aber damit habe ich echt Mühe. Wenn die Dresscodes alles ausschließen, was ich überhaupt tragen würde, das ist dann so, okay, und wie soll ich da hingehen? Ja. Aber ich glaube, das finden viele mühsam. Ich musste gerade irgendwie kurz überlegen, was denn Arbeitskleidung so, die Message von Arbeitskleidung dann quasi sein könnte, und musste dran denken, dass ich bei einer früheren Stelle schnittfeste Kleidung und Kleidung, die nicht leicht entflammbar ist und sowas tragen musste, und musste mir gerade irgendwie vorstellen, dass die Message von dieser Kleidung dann quasi ist ein "Ich will nicht sterben" Kleidung. Bei der Arbeit. Also ich denke, zur Frage, was die Message von Arbeitskleidung ist, kann ich auch noch ein bisschen was sagen. Einerseits ist es natürlich, wenn alle MitarbeiterInnen in einem Gebäude oder in einem Bereich ähnliche Kleidung tragen, erkennst du die. Gerade wenn du irgendwie mit Kunden, KundInnen arbeitest, dann, ja, dann bist du direkt erkennbar, dann haben die Leute direkt eine Ansprechperson. Also in dem Fall ist es dann schon eine Kommunikation. Dann hat Arbeitskleidung ja oft auch den Effekt, in irgendeiner Form professionell zu wirken. Also so ein bisschen put together, wie auch immer. Und es hat tatsächlich auch einen Effekt darauf, wie ich selber meine Rolle wahrnehme. Also ich komme in die Arbeit mit Arbeitskleidung, dann habe ich dort mit Menschen zu tun. Wenn irgendwie, sagen wir mal, Kritik, Beschwerden, whatever an mich gerichtet werden. Und Menschen sind da ja auch nicht immer nett. Menschen explodieren manchmal, Menschen sind manchmal extrem anstrengend und schwierig. So sehr ich Menschen mag, aber es ist so, wenn mich irgendwer beschimpft. Am Abend gehe ich heim, ziehe die Arbeitskleidung aus und distanziere mich davon. Also das hat ja ganz viele, vielfache Funktionen, sage ich mal. Anderes Thema wieder. Hat eure Aceback-Identität einen Einfluss darauf, wie ihr euch kleidet? Was meint ihr? Nur ganz kurz noch am Ende von diesem Blog. Also nicht direkt auf meinen Kleidungsstil, aber manchmal, wenn ich so, ach, was soll ich heute anziehen, dann schaue ich halt auch so ein, ich könnte ja mal heute irgendwie die Farben von der Aro-Flagge oder so ein bisschen in meine Kleidung aufnehmen. Aber manchmal auch von der Ace-Flagge, nur Aro funktioniert bei mir deutlich besser, weil ich mehr Grün als Lila im Schrank habe. Aber das wäre, also, das sind dann aber Sachen, die ich so wie, oft Sachen, die ich sowieso schon hatte, wenn ich sie mir dann nicht mal genäht hatte, weil ich Lust drauf habe. Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass es schon, also das war bevor ich wusste, dass ich auf dem Aceback bin, aber ich habe schon gemerkt, dass ich mit bestimmter Kleidung mehr Blicke kriege, mehr der Blicke, die ich eigentlich gar nicht wollte, und das hat definitiv meinen Kleidungsstil geändert. Also ich habe dann schnell mal begonnen, eben weitere Sachen oder Rot als Farbe über Bord geworfen und solche Sachen, und das würde ich schon sagen, dass ich von meiner damals noch unbewussten Aceback-Identität stark geprägt.
Ich würde sagen, bei mir hat es definitiv auch einen Einfluss. Ich überlege mir, also sowieso wegen Dysphorie schon, aber auch, was könnten andere Leute jetzt in meine Kleidung reinlesen, wenn die einen weiten Ausschnitt hat, wenn es ein kurzer Rock ist, wenn es eine kurze Hose ist oder sonst irgendwas. Je nachdem, wo ich dann unterwegs bin, besonders wenn es dann abends ist oder so. Überlege ich dann schon, ob ich dann manche Sachen anziehe, beziehungsweise habe dann Sachen gar nicht in meinem Kleiderschrank, die irgendwie, weiß ich nicht, sehr kurz sind oder sowas, weil Leute da Dinge rein interpretieren. Ja, also bei mir ist halt auch so, dass sich das mit dem Effekt vermischt oder ich glaube von dem Effekt fast überlagert wird, den irgendwie Dysphorie auf meinen Kleidungsstil oder auf meine Kleidung hat. Das ist bei mir auch so. Ich glaube, es ist so ein bisschen deswegen, weil die Dinge, die, also einerseits weiß ich es für mich nicht auf, also für mich bezieht sich das jetzt auch nicht auf Sexualität grundsätzlich, sondern eher auf so eine Annahme von einer weiblichen Sexualität. Das trenne ich für mich nochmal so ein bisschen. Die Grenzen sind da natürlich unscharf und nicht gleich, und nicht hart. So. Und das überschneidet sich natürlich auch. Aber ich habe das Gefühl, dass die Kleidung, die dazu führt, dass ich als weiblicher wahrgenommen werde, ähnliche oder dieselbe Kleidung ist, die dazu führt, dass Menschen mir in der Öffentlichkeit eine bestimmte Form von Sexualität, und ich nenne das jetzt mal weibliche Sexualität, zuschreiben. So. Und beides vermeide ich gerne, auch wenn ich Sexualität nicht vollständig vermeide. So. Wenn das irgendwie Sinn macht für euch. Ja, macht es, würde ich sagen. So, und wie des Öfteren haben wir auch zu diesem Thema eine Umfrage gemacht. Und wir kommen jetzt zu den ausgewählten Fragen und Antworten, die wir da gesammelt haben. Und wie immer können wir natürlich nicht alle Antworten vorlesen, aber trotzdem einige. Und ich hoffe, ihr könnt euch auch in der einen oder Antwort selber finden. Ja, dann wäre die Frage Nummer 1, die wir gestellt haben: Haben eure queeren LGBTQIANP+ oder auf andere Weise von der cis-hetero-endo-Norm abweichenden Identitäten einen Einfluss auf euren Kleidungsstil? Und wenn ja, inwiefern? Gibt es weitere Aspekte, zum Beispiel Geschlecht, Kultur etc., die eine Rolle spielen? Und wenn ja, auf welche Weise? Ich würde sonst gleich die erste Antwort lesen von einer asexuellen aerospec achoiromantisch agender-neutra-Person. Und zwar hat diese Person geschrieben: Ich verspüre wenig bis keinen Druck, irgendwie attraktiv oder anziehend wirken zu müssen, um einen romantischen oder sexuellen Partner Menschen abzubekommen. Das finde ich sehr angenehm. Als AFAB kann ich im Grunde jede Kleidung tragen, ohne dass es sehr negativ auffallen würde. Anders als zum Beispiel Mann im Kleid sehr auffällig ist. Verspüre aber genau darum das Bedürfnis, mich eher maskulin zu kleiden, um quasi weniger weiblich gelesen zu werden. Letztlich führt das zwar oft dazu, dass ich für lesbisch gehalten werde, aber damit kann ich besser leben, als für straight gehalten zu werden. Sehr viel, sehr nachvollziehbar, finde ich. Haben wir uns ja vorher auch schon drüber unterhalten, Delphine, gell? Ja, ist genau das, was wir am Anfang hatten. Die lesbischen Klischees, Ja. das gegenteilige Geschlecht in Anführungszeichen. Genau, ist mir auch schon passiert, dass ich für lesbisch gehalten worden bin an Stellen. Was mir auch aufgefallen ist an der Antwort und woran zumindest ich vorher so überhaupt nicht gedacht habe, als wir gesprochen haben über hat Aceback sein oder die Aceback-Identitäten Einfluss auf und meinen Kleidungsstil, ist dieses eben die Person, die sagt, dass sie verspürt da keinen Druck. Und das finde ich eigentlich nochmal einen spannenden Aspekt, weil das ist was, worüber ich vorher gar nicht nachgedacht habe und eigentlich natürlich empfinden jetzt auch nicht alle Allo-Allo oder auf welcher Ebene auch immer Allo-Personen Druck, einen Partner Menschen abzukriegen, ob sexuell oder romantisch.
Und es wird durchaus Menschen geben, die da eher gechillt sind oder die vielleicht auch gar keinen Partner Menschen wollen, auch wenn sie allo sind oder Anziehung empfinden. Aber es ist dann schon auch, ich glaube, dadurch, dass wir in Aceback-Communities unterwegs sind oder so, oder dass wir uns mit der eigenen Identität beschäftigt haben, dass da auch so ein, gegebenenfalls so ein Freimachen von gesellschaftlichen Bildern passiert oder zumindest ein Versuch davon und dadurch auch ganz viel Druck wegfallen kann. Will wer die nächste Antwort vorlesen? Delphine vielleicht? Kann ich gern machen. Die Person hat geschrieben: Ich glaube, mein Aero-Ace-Sein hat insofern einen Einfluss, als dass mir Kleidung nicht so wichtig ist. Einen größeren Einfluss hat aber, dass ich als dicke Person eine stark eingeschränkte Auswahl an Kleidung habe. Meine Priorität ist immer zuerst, Kleidung zu finden, die mir passt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich anders anziehen würde, wenn ich es leichter hätte, Kleidung zu finden. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die du vorher angesprochen hast, Risa, oder? Ja. Kleidung für unterschiedliche Körperformen. Ja, das ist natürlich bei größeren Größen nochmal extremer, weil, also oft geht es ja dann auch irgendwie einfach im Laden nur bis Größe 44 oder so. Noch extremer ist es zum Beispiel, ist es teilweise bei Schnittmustern, da, also die Burda-Schnitte, die zum Beispiel entsprechen eher den Konstruktionsschnitten. Kurzer Exkurs, Entschuldigung. Wenn jetzt Größe 44 im Laden drin steht, ist das wahrscheinlich eine konstruierte Größe 46 und dann wird als Wohlfühlgröße die 44 reingeschrieben, weil das so ein Marketing-Trick sein soll von wegen, oh, die Person trägt sonst immer 46 und hier bei uns passt sie jetzt in die 44 rein. Funktioniert eigentlich nicht, weil es alle machen. Aber das ist bei den Schnittmustern, die man so kaufen kann, meistens nicht so. Und da ist es dann quasi die echte Konstruktionsgröße. Und bei Burda bin ich schon eine 44 und ich kann im Laden teilweise 38 oder so kaufen. Also da ist es nochmal schlechter, wo man sagt, ja, dann nähst du doch selbst, ja, aber nach welchem Schnittmuster? Ja, toll, hey. Ach du meine Güte, ja, nee, aber es wäre, wie wir schon gesagt haben, da wäre es natürlich mega, wenn es eine größere Auswahl gäbe, mehr Möglichkeiten. Da die Person tut mir halt so ein bisschen, also der letzte Satz, der tut es mir so ein bisschen leid, weil ich mir denke, shit, so viel hängt davon ab, dass, und gleichzeitig merke ich halt, wie privilegiert ich bin, weil ich das Problem einfach nicht habe. Oder weil ich einfach in den Laden gehe und ich suche mir, was ich möchte. Und ich meine, Dysphorie ist nicht kein Problem, aber das ist dann auch schon mein größtes Problem. So. Und ich muss mir zumindest nicht noch Gedanken machen, kann ich jetzt überhaupt was anderes suchen? So. Oder habe ich eh nur die Auswahl von, keine Ahnung, zwei Stück oder einem? Und dann kriegst du ja von der Gesellschaft auch oft gesagt, ja, du musst deine Kurven verstecken, am besten zieh einfach einen Kartoffelsack an, wenn wir es jetzt mal übertrieben, ja, wobei so übertrieben ist das gar nicht. Was ja auch völliger Blödsinn ist, also auch figurbetonte Kleidung kann an jeder Größe gut aussehen. Ja. Beziehungsweise ist das Problem da halt, oder was ist halt, ich sag so oft halt, das nervt mich gerade so ein bisschen, aber das Problem ist, dass wir eine gesellschaftliche Norm haben, die quasi sagt, ab der Größe sieht es nicht mehr schön aus. Was Quatsch ist, weil dick hat nichts damit zu tun, ob eine Person noch schön gefunden werden kann oder nicht. Ich meine, natürlich wird unsere Wahrnehmung von gesellschaftlichen Normen beeinflusst, aber es gibt ja jetzt keine Grenze, wo wir sagen, ja, jetzt ist diese Person nicht mehr schön genug, um, was weiß ich, dass sie irgendjemand schön findet, so. Ja, und Problem, was da in der Produktion quasi auch noch mitspielt, ist, die Kleidung wird in einer Größe konstruiert, sagen wir mal in 38, und dann wird das hoch und runter skaliert. Von der 38 auf eine 40 hast du meistens wenig Probleme, aber von der 38 jetzt auf eine 50 oder so müsstest du eigentlich nochmal komplett neu konstruieren, weil sich das soweit nicht vernünftig skalieren lässt. Und lass mich raten, das rechnet sich dann nicht, oder wie? In den meisten Fällen rechnet sich das wahrscheinlich nicht. Meine Güte, hey. Ich meine, da müssen wir irgendwann, also ich hoffe, dass wir irgendwann mal gesellschaftlich in unsere gesammelten Gehirne reinkriegen, dass dick nicht gleich hässlich ist. Und dass dicke Menschen sich auch nicht verstecken müssen sollen, so. Sondern dass da was ziemlich falsch ist. Ja, und dass auch hässlich kein Charaktermakel ist. Außerdem.
Ich würde die nächste Antwort gleich mal vorlesen, und zwar: Der Einfluss schwankt sehr stark, je nachdem, wie sicher ich mich fühle. Meistens trage ich eher Männern zugeordnete Kleidung, da ich mich in ihr am wohlsten fühle. Allerdings besitze ich doch einige Röcke und Tops, die zu einem sehr androgynen Fanboy-Outfit beitragen. An und für sich hat Kleidung kein Geschlecht. Das ist ein Punkt, den ich als Transperson erst einmal neu lernen durfte muss. Das finde ich irgendwie spannend. Also die Notwendigkeit für manche Menschen, das auch neu zu lernen. Eben auch, weil das steht hier jetzt so nicht, aber vielleicht auch, weil Kleidung Geschlecht gesellschaftlich so stark zugeordnet ist oft, dass es quasi heißt, wenn du dich diesem Geschlecht zugehörig fühlst und besonders, wenn das jetzt nicht das Geschlecht ist, das dir bei der Geburt irgendwann mal zugeordnet wurde, hast du dich so und so zu kleiden, damit du als dieses Geschlecht ernst genommen wirst. Da hatten wir ja vorher auch schon drüber gesprochen, dass das eigentlich Quatsch ist und dass das nicht erwartet werden sollte und eigentlich keinen Einfluss darauf haben sollte, wie weit ich eine Person und ihr Gender bzw. ihre Pronomen respektiere. Ich finde, das mit dem Lernen ist ein sehr guter Punkt. Das ist auch was ich gelernt habe und wo ich auch sehr bewusst versuche, die Zuordnung von Kleidung zu einem bestimmten Geschlecht wieder zu verlernen, weil Mensch wird ja sehr früh schon beigebracht, okay, wenn die Person einen Rock trägt, dann ist sie ein Mädchen. Hatte ich erst vor kurzem wieder die Situation mit meiner kleinen Cousine. Ja, ich weiß, was das für eine Person ist. Das ist eine Frau, die trägt einen Rock. Und ich war so, ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und das ist aber auch was, wo ich große Schwierigkeiten hatte und immer, wenn ich mich dann dabei ertappt habe, wie ich gedanklich dem Aussehen einer Person direkt ein Pronomen und ein Geschlecht zugeordnet habe, dass ich da dann mir in Gedanken selber nochmal vorgehalten habe, dass das gar nicht stimmen muss, sondern dass es auch ganz anders sein kann. Und mit der Zeit ist es tatsächlich besser geworden. Also wenn ich jetzt eine Person sehe, nehme ich wahr, in welche Kategorie sie wahrscheinlich die meisten Leute einordnen würden. Aber das bei mir fallen die meisten Personen dann in die Schublade. Okay, ich habe keine Ahnung, ich habe die Person nicht gefragt, weiß ich nicht. Und ich ordne sie dann gedanklich gar nicht in eine von nur zwei möglichen Schubladen ab, sondern ja, denke mir dann, okay, ich müsste die Person fragen, wenn ich es jetzt unbedingt wissen wollte. Aber eigentlich hat es auch keine Relevanz. Die Kleidung, die Person trägt, sieht cool aus, würde ich gerne länger angucken oder sieht halt nicht so cool aus, gucke ich mir was anderes an. Aber es ist definitiv ein Lernprozess. Wir haben uns dann auch noch Notizen zu den weiteren Antworten auf diese Frage gemacht. Zum Beispiel, dass mehrere Personen erwähnt haben, dass sensorische Aspekte und Tragekomfort wichtig sind. Dem kann ich auch zustimmen. Und dann auch zwei Personen haben halt quasi beschrieben, dass sie versuchen, eine Balance zwischen schön bzw. hübsch, aber halt noch nicht als sexy wahrgenommen zu finden. Ja, ich hatte auch mal eine Phase, wo genau das so ein bisschen mein Ziel war. Es geht, ist aber relativ schwierig. Kann ich mir so ein bisschen vorstellen. Lass uns doch zu Frage 2 weitergehen. Gut. Welche Einflüsse hat euer Umfeld auf die Art, wie ihr euch kleidet? Ja, die erste Antwort kommt hier von einer weiblichen Aero-Ace-Person und die hat geschrieben: Meine Eltern haben mir schon immer gesagt, ich soll mich vernünftig kleiden. Das bedeutete grundlegend kein Bauch frei, keine kurzen Hosen oder Röcke, kein Schulter frei in der Schule, Uni oder Arbeit und beim Sport. Erlaubt war das immer nur in der Freizeit, Schwimmbad oder zu Hause. Das hält sich bis auf kleinere Ausnahmen bis heute. Ich fühle mich bei so etwas immer noch zu freizügig und höre beim Aussuchen meines Outfits gerne ab und zu auf meinen Vater. Ja, so eine Prägung von Eltern, das kennen wir wahrscheinlich alle auf irgendeine Art und Weise. Ja, voll, beziehungsweise auch generell davon würde ich sagen, wie andere Leute im eigenen Umfeld sich kleiden oder was so Regelungen sind,
Also ich meine, ich finde es generell so ein bisschen schwierig, darüber zu diskutieren, ob etwas freizügig ist oder nicht, weil jeder Mensch soll sich bitte kleiden, wie er sie x will, und dem eine Aussage oder einen Charakterzug zuzuschreiben, ist halt einfach schwierig und problematisch unter Umständen und wertet halt auch oft, oder Menschen werden darüber halt auch oft genug abgewertet, was nicht gut ist, weil vielleicht ist ihnen mitunter einfach heiß. I don't know. Might be a point. Aber gleichzeitig war es bei mir halt auch so, dass ich jetzt nicht direkt durch meine Eltern, aber eben eine Zeit lang in meinem Aufwachsen, dass es da einfach relativ strikte Regeln gab auch. Also zum Beispiel auch kein Schulterfrei, keine Trägertops und so Sachen. Und dass ich das auch sehr lange so gemacht habe. Also es ist auch was eben einen Einfluss hat. Und gleichzeitig müssen wir hier natürlich fragen, was sind denn die gesellschaftlichen Annahmen, die dazu führen, dass unter Anführungszeichen so das sein muss, sage ich mal. Ja, also ich hatte auch in gewissem Umfang so Einfluss von meinen Eltern. Also was am meisten noch geblieben ist, dass ich bauchfrei absolut nicht abkann, weil meine Eltern immer Angst hatten, dass ich eine Nierenbeckenentzündung bekomme. Ja, und also ich finde es im gewissen Umfang okay, wenn die Eltern irgendwie gerade da noch einen Blick und so drauf haben, aber es kann auch sehr schnell, ich weiß nicht, ob das so ganz so gut ist, wenn man dann ständig zu hören bekommt, da drin siehst du dick aus oder was in die gleiche Richtung geht. Ja, wir können sowas in der Größe einfach nicht tragen. Ja, und was ich auch sehr viel immer mitbekommen habe, das gar nicht so auf mich selbst, sondern dass zum Beispiel Frauen, die immer nur Jeans und T-Shirt oder so tragen, oft sehr schlecht gemacht wurden. Inwiefern? Dass sie sich keine Mühe beim Aussehen machen, dass sie nicht vernünftig aussehen. Ah, okay. Und dazu muss man sagen, meine Mutter trägt zum Beispiel fast nur Röcke, einfach weil sie das gerne trägt und ist ja auch völlig in Ordnung. Aber dass dann Jeans und T-Shirt quasi gleichgesetzt mit nicht gut angezogen ist, gemacht wurde. Verstehe. Ja, es hat nur einen Moment gebraucht, weil ich jetzt eher, wenn ich drüber nachdenke, habe ich halt immer auch aus verschiedenen Umfeldern oder Umfeld aus meiner Vergangenheit sehr viel eher Slut-Shaming im Kopf. Aber ja, es gibt auch diesen Aspekt von, und das habe ich ja selber auch schon erlebt, dass wenn sich Personen, die irgendwie als weiblich wahrgenommen werden, maskulin oder maskulinär präsentieren oder einfach nicht dezidiert weiblich. So, dass dann manchmal so ein, ja, du, also einerseits wird manchmal irgendwie sich selbst nicht als Frau annehmen können unterstellt oder sowas. Und dann so, ja, das sieht ja männlich aus und nicht schön und ist nicht eben, wie du sagst, nicht vernünftig angezogen. So. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Antwort über. Ja, das wäre, ich frage mich, was die anderen da jetzt wohl denken, wenn ich mal etwas bunter unterwegs bin. Gerade bei heißen Tagen überlege ich mir, mit Kilt ins Büro zu kommen, habe aber dann doch etwas Angst vor dummen Sprüchen und es zum Zeitpunkt, an dem ich das gerade schreibe, noch nicht durchgezogen. Das ist was andere denken, ist natürlich auch immer ein Thema. Gerade dann, wenn Menschen irgendwie im Bild nicht entsprechen. Fühle ich sehr. Und weil Menschen ja irgendwie schnell mal dumme Sprüche raushauen, fürchte ich. Ich finde gerade den Kilt auch so ein tolles Beispiel, weil der so ein bisschen der Gegenbeweis dazu ist, dass Röcke super weiblich und so immer sind. Weil, also ich meine, ich kenne auch viele Cis-Hetero-Personen, die sagen, ja, so ein Mann im Kilt, das ist schon total sexy. Und ja. Da kommt niemand auf die Idee, dem die Männlichkeit abzusprechen. Ja. Nächste Antwort wäre, ich fühle mich unwohl, wenn ich zu sehr von meinem Umfeld abweiche, besonders wenn ich negativ auffalle. Leider habe ich dadurch manchmal in queeren bzw. Aceback-Communities das Gefühl, nicht dazu zu gehören, weil ich nicht queer genug aussehe. Mir ist auch mal sehr direkt gesagt worden, dass ich es doch niemals selber wollen könnte, mich feminin zu kleiden, und ich hätte doch nur verinnerlicht, Männern gefallen zu wollen. Und dann habe ich ein paar Mal für Treffen mit Leuten aus dem Umfeld extra Klamotten angezogen, die möglichst nach Frau, der es egal ist, ob sie Männern gefällt, aussehen, um diesen Erwartungen zu entsprechen. Aber das sehe ich inzwischen nicht mehr ein und gehe da so hin, wie ich will und auch bin. Und bin auch seitdem nicht nochmal darauf angesprochen worden, nicht queer, Aceback genug auszusehen. Ist halt auch Zufall, welchen Leuten man da begegnet. Das finde ich so ein bisschen krass, um ehrlich zu sein. Boah. Ja, ist so. Ja. Es ist nicht mal schwierig, es ist einfach übel problematisch, dann
auch noch, du kriegst schon von der Gesellschaft ständig gesagt, ja, so wie du aussiehst, kannst du doch nicht, XY. Oder so wie du aussiehst, willst du doch oder bist du doch oder whatever. Und dann auch noch in der Community hinzugehen und zu sagen, ja, du siehst nicht A-Spec genug aus oder das, wie du dich gerade kleidest oder wohlfühlst, kann doch nicht aus dir herauskommen. Und I mean, vielleicht kommt es bei manchen Leuten nicht aus ihnen heraus, aber solange die Person damit okay ist, mit dem, was sie trägt, hat da keine andere Person drüber zu urteilen oder da Kommentare zu machen oder der Person irgendwie abzusprechen, selber wissen zu können, was sie möchte, was ihr gut tut, worin sie sich wohlfühlt. Das ist einfach übelst übergriffig und das ist so einfach nein, Leute. Einfach nicht machen. Just stop it. Ja. Und das ist auch so eine Unterstellung einfach. So, ja, das kannst du doch nicht wollen. Das ist genau so eine Unterstellung, wie zu sagen, ja, wenn du das und das trägst, dann willst du doch eigentlich XY. Oder wenn eine Person in legerer oder comfy weiter Kleidung rumläuft, dann ist ihr egal, wie sie sich selbst präsentiert oder dann, ja, kümmert sie sich nicht um sich selbst. Das ist alles. Hört einfach bitte auf, Leute zu judgen anhand von dem, was sie tragen. Und das hast du so schön in einer der letzten Folgen gesagt, Finn. Lass die Leute einfach mal sein. Ja. Und dann Punkt. Bitte. Jetzt hast du das schon so schön zusammengefasst. Ich wollte aber noch sagen, was da auch drinnen ist natürlich und was ich finde, dass wir nicht auch, oder was ich zumindest ganz kurz ansprechen möchte, es ist auch eine Abwertung von Weiblichkeit da drinnen. Ja. Also wenn ich einer anderen Person sagen würde oder wenn eine Person mir sagen würde, ja, du willst dich doch in Wahrheit nicht feminin geben, so was weiß ich, und Männern gefallen und keine Ahnung, dann auch gleich noch das Patriarchat unterstützen oder so. Erstens sind es die 10.000 Unterstellungen, die Delphine da gerade benannt hat. Und zweitens geht halt damit einher, dass Weiblichkeit irgendwie weniger gut ist und man sich eigentlich maskulin oder männlicher kleiden sollte, unter Anführungszeichen. Nicht gut. Jeder Kleidungsstil ist fein, egal ob er normalerweise Männern zugeordnet wird oder Frauen oder sonst wem. Und außerdem gibt es nicht nur die zwei Kategorien. Get over it. Es ist nur Kleidung. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wir haben da noch eine kurze Antwort, sehe ich gerade. Ich lese die mal vor. Wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich unauffälliger gekleidet. Die Person nutzt als Label bunt, für die meisten, je nach Umkreis, auch queer, non-binary und oder demi. Genau. Was wir uns dann noch für Notizen gemacht haben, waren so, dass einfach viele Personen haben einfach reflektiert, dass bzw. wie ihr Kleiderstil bzw. die Kleiderwahl von der Gesellschaft beeinflusst wird. Ich meine, klar, also irgendwie ein Einfluss, als wenn du sagst, du willst dich nicht so kleiden wie üblich in der Gesellschaft, ist das ja immer noch von der Gesellschaft beeinflusst. Also Kleidungsstil kann halt auch nicht im Vakuum existieren. Genau, weil wir Menschen halt auch nicht im Vakuum existieren, logischerweise. Und dementsprechend haben mehrere Personen auch sowas wie einen queeren Kleidungsstil in Abgrenzung zu einem unter Anführungszeichen normalen bzw. normaleren Kleidungsstil bezeichnet. Wobei der normale Kleidungsstil als seriös, casual, vernünftig beschrieben wird und dieser queere Kleidungsstil als extremer, bunter, punkig etc. Wobei ich da, also ich weiß nicht, ich finde das, ich habe da so ein gemischtes Gefühl dabei. Einerseits natürlich, ja klar, cool, dass du in queeren Räumen dich anziehen kannst, wie du möchtest und einfach spielen kannst mit diesen Dingen und was auch immer. Andererseits haben wir vorher gerade eine Antwort gelesen von der Person, die sich in queeren Räumen dadurch dann oft nicht zugehörig fühlt. Unter anderem, weil das auch direkt quasi kommuniziert wurde, dass die Person zu feminin ist in dem Fall. Wir könnten uns auch vorstellen, dass einer Person kommuniziert wird, du kleidest dich nicht queer genug oder so. Wie auch immer. Und klar gibt es diese Freiheit in queeren Räumen und ich finde, die soll es auch geben. Aber gleichzeitig, also ich meine, was ist ein normaler Kleidungsstil? Klar gibt es einen akzeptierten Kleidungsstil in der Öffentlichkeit und es gibt manchmal Dresscodes. Aber auch in queeren Räumen kann eine Person einfach auch mit Jeans und T-Shirt hingehen oder was auch immer. Also sollte genauso okay sein. So. Ich frage mich ja da gerade auch ein bisschen, wenn ich jetzt in Anzug mit Krawatte und so ankomme, ist das dann seriös oder queer, weil es nicht dem, entspricht, wie ich gelesen werde, also als weiblich. Voll. Käme vermutlich auf den Anzug und den Kontext an.
würde ich denken. Aber was mich so stört, ist, dass normal wird als seriös und als vernünftig bezeichnet und queer dann im Umkehrschluss ist dann unseriös und unvernünftig. Und das ist ja so eine Gleichsetzung, die mir nicht so gefällt. Also ein queerer Kleidungsstil kann auch seriös sein und sollte auch nicht als weniger seriös oder als unvernünftig wahrgenommen werden. Ja, ich denke auch, also ich denke persönlich, dass da auch sehr viele internalisierte, ich weiß nicht, Zuschreibungen drinnen sind oder von der Gesellschaft beeinflusste Zuschreibungen einfach. Und ja, ich meine, ideal und klar gibt es auch die Idee von einem queerer Kleidungsstil könnte das sein, was eben mit der Norm bricht oder so. Aber nein, also es gibt nicht das eine vernünftig oder so, würde ich sagen, sondern viele. Und auch hier wieder mal, es gibt nicht einfach einen, selbst wenn wir diese Kategorien machen und for the sake of the argument stehen lassen, es gibt nicht eine Box, das ist queerer Kleidungsstil und das ist gesellschaftlich normaler Kleidungsstil unter Anführungszeichen. Es gibt ein Spektrum. Darauf bestehe ich hier. Also es gibt ein Dazwischen und ein Rundherum und alles Mögliche. Und vielleicht sollten wir drüber nachdenken. Also ich verstehe, was diese Kategorien beschreiben. Und es ist auch gut, das beschreiben zu können. Aber wir sollten sie nicht zu fix sehen und wir sollten Zuschreibungen vielleicht manchmal hinterfragen in dem Kontext. Ja. Was uns auch in den Antworten aufgefallen ist oder was Leute geschrieben haben, ist, dass sie sich im Beruf eher casual seriös kleiden, aber dass einige auch geschrieben haben, dass sie bei Freundinnen oder in queeren Räumen sich freier entfalten können, weil diese Räume und diese Personen sie dazu bringen, sich zu trauen, Sachen auszuprobieren, sie selbst zu sein und ja, einfach auch Dinge zu tragen, die sonst dann eher als nicht normal eingeordnet werden. Ja. Was an sich auch schon sehr schön ist, dass es dann Räume und Leute gibt, bei denen Mensch sich dann wohlfühlt, dann das zu tragen, worauf Mensch gerade Lust hat. Aber gleichzeitig dann auch schade, dass das nicht immer möglich ist. Total. Wir sind jetzt hier auch schon am Ende dieser Folge angekommen, da wir uns dazu entschieden haben, aus verschiedenen Gründen diese Folge zu teilen. Das heißt, es geht in 2 Wochen mit dem zweiten Teil weiter und dann gibt es auch wie gewohnt Lexikon und Kulturecke. Die haben wir dann heute nicht für euch dabei. An der Stelle schon mal danke für alle, die bei der Umfrage dabei waren. Es hat uns wieder sehr geholfen, eure Antworten und Gedanken zu lesen und wir freuen uns, wenn ihr da auch demnächst wieder dabei seid. Die Redaktionsleitung dieser Folge hat Finn übernommen. Danke dafür. Im Vorbereitungsteam waren neben Finn noch Riza, Delphin, also ich und Charles. Und den Schnitt des ersten Teils dieser Folge hat Delphin übernommen. Wenn ihr jetzt noch Rückmeldungen habt, Kritik, Fragen, Anregungen, Folgenideen oder uns irgendwas gerne mitteilen möchtet, dann findet ihr uns auf unserer Homepage inspektrin.eu, auf Instagram unter @inspektrin_podcast oder auf Facebook, Twitter, Mastodon, YouTube. Das findet ihr alles in unseren Shownotes verlinkt. Ihr könnt uns auch per Mail erreichen, inspektrin@gmx.net oder auf dem Aspect German Discord Server. Da haben wir einen eigenen Channel. Dort könnt ihr uns immer gerne anschreiben und manchmal findet ihr uns dort auch im Voice Chat. Und dann bleibt mir noch, mich zu verabschieden. Tschüss und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.